So. Ja, was haben wir denn hier alles? Noch ein paar schöne Sachen sind doch dabei. Das Werk behandelt hauptsächlich Genien des Feuers, Ifritz bekannt. Genannt, meine ich. So. Das kann ich nicht mitnehmen. Das ist der Sargophag. Ostritz Tagebuch. Ich verfluche euch, Voltes, und hoffe, ihr schmort in der Hölle. Ich verfluche eure inzestiösen Taten. Eure Schwester Ada hat einen besseren verdient. Ich flehe das Schicksal an, auf dass euer Lüsternheitkind so monströs sein möge wie ihr selbst. Wenn die Hexe die Wahrheit gesagt hat, werdet ihr meine Rache bald schmecken. Ich muss lediglich alle Zutaten vorbereiten und die Worte dreimal aussprechen. Manche sagen sogar, die Worte seien nicht erforderlich. Man muss nur hassen und mein Hass brennt wie Feuer. In Randnotizen steht etwas über diesen Fluch, als wollte jemand herausfinden, wie dieser Fluch zu erneuern ist. Was ist Ada? Hä? Das wird jetzt immer skurriler bei dem. Charakter Ada. Als Folge von Ossel kam Ada als Striege zur Welt. Der Magnat liebte die Schwester des Königs und Adas Mutter, die ebenfalls Ada hieß. Ja, das wollte ich eben nur wissen, weil das ist doch ein bisschen merkwürdig. Gut, aber wir wissen nicht, wer... Achso. Ja, wir wissen dadurch auch noch nicht, wer das gewesen sein könnte. Vielleicht ist es ja auch Velarad oder Devet. Einer von den beiden. Das Tor ist verschlossen. Löst zuerst das Problem mit der Bestie. Ihr versteht, das Tor ist verschlossen. Das gefällt mir nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das behandeln kann. Weil ich wollte das ja eigentlich versuchen zu heilen. So. Weißen wir mal eben Katze rein. Schneesturm. Nein. Frage ist nur, wo versteckt sie sich? Natürlich auch sein, dass wir hier wieder was machen müssen. Na komm. Nein, die Kombination ist hier falsch. Okay, dann meditieren wir noch mal eben zum
Oh, da ist jemand eingequetscht. Bis Mitternacht. Und wahrscheinlich ist der Katzentrank dann wieder futsch. Na, ist noch da. Hübsch bist du. Los. Ada? Langsam was machen. So, eben Wyvern-Ei. Die Dämmerung zieht bald herauf. Wenn ich sie töte, bleibt mir nicht mehr viel Zeit. So, was muss ich jetzt machen? Mal eben. Ich muss nach Einbruch der Nacht zum Gruff gehen und gegen die Striege kämpfen. Wie mache ich das denn jetzt? Ich will die nicht töten. Essen. Aua. Ada. Ada, komm zu dir. So, was nehmen wir denn? Habe ich nichts mehr zu essen? Ah, das kann ich gar nicht glauben. Doch, da. Ada, beruhig dich. Hey! Geralt! Ey, sag mal! Mann, ich will sie nicht töten!
die Sonne geht auf. Noch wenige Augenblicke und der Strebenzauber ist gebrochen. Geht auch wieder volle Gesundheit. Hallo Geralt! So. Wie sie hat die Klamotten an? Das dürfte nicht sein. Ich muss mit Ada sprechen, die jetzt von diesem Zauber befreit ist. Wo bin ich? Ada. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Es ist vorbei. Ihr seid wieder wohlauf. Geralt? Keine Sorge, ihr seid in Sicherheit. Ich bringe euch nach Hause. Keine Sorge. Ihr seid in Sicherheit. Ich bringe euch nach Hause. Meine Hände. Sie sind mit Blut besudelt. Ich habe so viele Leute getötet. Ermordet. Oh. Es war nicht eure Schuld. Macht euch keine Gedanken. Ihr habt es hinter euch. Ich erinnere mich nur undeutlich, wie durch Nebel. Es war wichtig. Ich habe etwas in dem Sarkophag versteckt. Ihr müsst nachsehen. Gut. Das mache ich. Haltet mich fest, Geralt. Mir ist so kalt. Das liegt an dieser Gruft. Wir sollten gehen. Draußen werdet ihr euch besser fühlen. Moment. Ich habe den Beweis, jetzt muss ich raus aus dieser verdammten Gruft. Ada? Mir ist kalt. Komm. Lass uns zusehen, dass wir hier rauskommen. Und Bellerat ist weg. Und? Mich in dieser Gruft einzuschließen. Nette Geste, Velarat. Tut mir leid, Hexer. Befehl des Königs. Die Prinzessin ist wieder sie selbst. Ada, Velarat bringt euch nach Hause. Hexer, ich habe euch zum zweiten Mal unterschätzt. Beim dritten Mal schuldet ihr mir etwas. Foltest gab mir etwas für euch, falls ihr überleben würdet. Das ist der Teufel, ein serikanischer Krummsäbel. Der Legende zufolge wurde er in Drachenblut gehärtet. Jemand hat die Verwandlung der Prinzessin in eine Striege absichtlich herbeigeführt. Ich habe Beweise dafür. Wo? Der König wollte als erster davon erfahren. Na schön. Ist das alles? Der König sagte, wenn ihr die Krankheit heilen wollt, müsst ihr das alte Herrenhaus aufsuchen. Er sagte, ihr würdet das verstehen. Das stimmt. Lebt wohl. Lebt wohl, Hexer. Ich habe vom König ein Schwert als Belohnung bekommen. Das haben wir jetzt auch schon direkt an. Aus dem alten Herrenhaus. So, das ist das. Ich werde dem König von meiner Entdeckung berichten, sobald ich ihn sehe. Ich muss zum alten Herrenhaus. Ja, aber erstmal
Ada. Geralt? Seid ihr in Ordnung? Ja, es geht mir besser. Ich muss euch nach den Salamandra fragen. Oh, Geralt, dieser schreckliche Professor, es ist seine Schuld. Er hat mich belogen, mir Macht und Ruhm versprochen. Seit seinem Tod habe ich keine Salamandra mehr gesehen. Der Professor hätte diese Mutanten nie erschaffen können. Hat er je einen Magier erwähnt? Er kam einmal mit einem abstoßenden Menschen hierher. Abdul oder so ähnlich. Der Professor nannte ihn einen mächtigen Zauberer. Mehr weiß ich nicht. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Leider nicht. Schade. Okay. Da ist das Meteoritenschwert und da ist jetzt wieder Bill. Ist auf jeden Fall etwas stärker. Ja, bleibt mal ganz geschmeidig, Leute. Ich renne hier nur ein bisschen rum. Gibt es hier von hier aus eigentlich einen Weg zum Schloss? Nee, ne? Schade. Jetzt löscht doch mal jemand das Feuer. Jetzt sehe ich, dass wir siegen werden. Da wollte ich auch rein. Was? Kannst du jetzt mal weggehen? Wann hat das alles nur ein Ende? Wie kann ich euch helfen? Ich habe alle Komponenten. Wundervoll. Dann schließen wir mal den Rezirkulator an. Wann soll ich zurückkommen? Ich arbeite die Nacht durch. Kommt morgen wieder. Okay. Scheiße in den Stiefel. Reicht das als später? Schließlich waren wir schon mal außer Haus jetzt. Wie kann ich euch helfen? Ist die Rüstung bereit? Ja. Sie wird euch gute Dienste leisten. Danke. Habt Ui. Dank für die vielen Anderlinge, die ihr gerettet habt. Danke. Lebt wohl. Okay, das ist jetzt... mal was ganz Schickes. Aber von den Werten her... Ja, gut. Ist okay. Nein, wobei ich die 5000, die Rüstung hatte, glaube ich, bessere Stats. Viel bessere Stats. So. So, ab zum Herrenhaus. Ja, wie bin ich jetzt so langsam? Und immer laufe ich den falschen Weg. Bloß jetzt nicht in die falsche Richtung rennen. Ich störe mich hier einfach ganz fix durch.
kann ich nicht im Kampf. Was ist euer Begehr, Hexer? Lasst mich durch, Devet. Ihr seht schrecklich aus. Als hättet ihr die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich bin müde, Graf. Lasst ihr mich vorbei? Mein lieber Geralt. Ich habe die Nacht mit einer Striege verbracht. Daher ist meine Geduld erschöpft. Mit einer Striege? Wie ist es ausgegangen? Habt ihr sie getötet? Sie stellt kein Problem mehr dar. Ich fand jedoch Hinweise auf einen Verräter im Gefolge der Prinzessin. Habt ihr eine Ahnung, wer es ist? Noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe ein nützliches Tagebuch gefunden. Außerdem kennt Triss Merigold einige hilfreiche Zauber. Ihr solltet mir Ostrids Tagebuch geben. Der Großmeister beherrscht die Magie besser als diese Hexe Merigold. Ich habe nie erwähnt, wessen Tagebuch. Aber ja. Zum Teufel damit. Hexer, schließt euch mir an. Verbündet euch mit den Herren einer neuen Weltordnung. Mit mir, Roderick de Wett, dem zukünftigen Vizekönig von Temerien. Für wen arbeitet ihr, de Wett? Ich hatte angenommen, ihr hättet das schon herausgefunden. Ich arbeite mit den Salamandra. Vorläufig. Ihr denkt, ihr könnt sie reinlegen? Sie sind nur Mittel zum Zweck. Schließt euch mir an. Ihr seid armselig. Nein, das seid ihr, Mutant. Ich bot euch die Möglichkeit, Macht zu kosten. Ihr habt euch dagegen entschieden. Also werdet ihr wie ein Hund sterben. Das bleibt abzuwarten. Für den Sieg! Ich wusste, es ist... entweder Velarad oder er. Und er wollte die ganze Zeit hier, jo, tötet ihn. Er meinte auch, es gibt ja sogar ein besonderes Kopfgeld, ne? Wenn man sie sogar tötet, also das war schon zu offensichtlich. Flammenrose! Die wird euch auch nicht mehr helfen. So, der Weg ist frei. Ich kann jetzt zum alten Herrenhaus. So. Was denn das? Oh. Das ist noch mal viel Gebiet, aber es geht. Thank you.
Hundemutant. Da kann man aber nicht rein. Hä? Ja, ich möchte da noch nicht rein, Leute. Reiler mutiert. Da geht's gleich erst hin. Ich möchte mich eben noch ein bisschen umschauen. Ein paar Kräuter und Pflanzen kann man ja mal wieder mitnehmen. Da habe ich leider keinen Platz mehr für. Okay, wir müssen da hoch. Jetzt keinen anderen Weg mehr. Alle nachgespawnt. Nein! Seid gegrüßt, Geralt. Habt ihr Reila getroffen? Eine einzigartige Verwandlung gab ihr das Geschenk des Lebens. Geralt. Eine einzigartige Verwandlung? Das Geschenk des Lebens? Diesen versklavten Haufen Blut und Muskeln nennt ihr lebendig? Besser als lebendig. Perfekt. Das findet ihr noch früh genug heraus. Das war euer Experiment? Ihr seid jämmerlich. Reila, Liebes, du duldest doch nicht, dass dieser Bastard deinen Gebieter beleidigt. Geralt. Hey. Ey, hallo? Das gibt's doch nicht. Alter, Leute, was ist das denn? So, und ich habe hier noch ein Buch. Das Buch beschreibt die Forschungsergebnisse bezüglich mutierter Krieger, gezeichnet als Experiment F und S, sowie die Forschungsergebnisse bezüglich mutierter Kampfhunde. Die weiße Reila. Okay, die war ekelhaft. Mit diesen Dauerstern. Vor allem ist die Frage, ist da ein Silberschwert vonnöten? Ihr werdet langsam. So.
keinen Platz. Und warum hast du jetzt das Schwert eben weggesteckt? Geralt, was war das jetzt? Hm? Feuerstelle. Hatte ich noch wieder neue Punkte? Nö. Dann meditieren wir mal eben eine Stunde, damit meine Vergiftung auch wieder weg ist und weiter geht's. Ha ha ha.